Ja, das Ergebnis am Ende ist dann wieder relativ, haben wir dann noch gut gestaltet eigentlich. Wir kommen halt brutal schlecht rein. Ich glaube, stand dann 8 oder 9-2. Und es ist dann halt brutal schwer, wenn man hier in der Halle da so einem Rückstand hinterherlaufen muss. Deshalb, ja, wir bekommen 26 Gegentore. Ich glaube, das ist in Ordnung hier. Aber ja, mit 21 Toren, da wird es halt schwierig. Ja, also erstmal ist es so, dass wenn du in Flensburg irgendwie was mitnehmen willst, brauchst du eine überragende Torwartleistung. Das war heute auch nicht die Leistung, die man braucht am Ende, um hier zu gewinnen, weil ja, Kevin Möller halt am Ende, glaube ich, 16, 17 Paraden oder so hat. Aber ja, wir machen es ihm dann vielleicht auch ein bisschen zu einfach, das ein oder andere Mal. Aber ja, das ist einer von den besten Touren auf der Welt. Ja genau, jetzt lange Heimfahrt, dann schauen, dass man gut regeneriert. Und dann müssen wir am Donnerstag gegen Hamburg zu Hause gewinnen. Ich denke, das ist ein Spiel, wo wir gewinnen müssen, wenn wir dahin wollen, wo wir hinwollen. Deshalb kommt in die Halle, wir brauchen wieder eure Unterstützung. Hamburg ist ein guter Gegner, guter Aufsteiger und mit eurer Hilfe wollen wir dann da 2 Punkte holen. Ja, heute wir sind nicht zufrieden mit eurem Angriffsspiel. Das war so viele technische Fehler und weißt du, wenn du nur 21 Tor machst hier in Flensburg, du gewinnst nichts. So. Wir hatten den Ball ein bisschen mehr weiterspielt und ein bisschen mehr Tempo und weniger technische Fehler, weißt du. Das 4 Tor, wenn wir 20 Minuten gespielt, das ist schlecht, so ist das. Wir hatten eure Qualität ist okay, weißt du, aber heute wir sind scheiße. Ja klar, weißt du, wir kämpfen für diese 5. Platz und in eurer Halle zu Hause, weißt du, neues Spiel und ein neues Tag und dann wir müssen ja von Anfang ein gutes Spiel und dann bin ich sicher, dass wir 2 Punkte holen.